What up, YouTube? It's me, Drasa von Knutra Gaming, wieder hier für euch in Sticks, Master of Shadows. Wir nähern uns, würde ich sagen, langsam Richtung Finale. Ich meine, Oscar haben wir schon umgebracht, den Doofmann. Den schiebt man noch mal ein bisschen hier rum in die Ecke. Ja, soll sich ausruhen. Und ich würde sagen, wir verlassen die Zone und holen uns Sticks. Und hauen den auf die Nuss. Das kann ja so nicht angehen. Wenn man vom Teufel tratscht. Ah nein, das sind wir. Oh, Scheibenkleister. Come on, lads. You comb the neighborhood and you kill anything that looks suspicious. Off we go. What's this shit? A raid by the guards? Down here? Na, da wurde doch irgendwie. Ich muss die Wachen im Versteck töten. Ich muss unbedingt Gewehr setzen. Da wurde wohl ein bisschen getrickst und Schindluder getrieben. Okay, es ist. Ich muss die alle töten. Kann man mal machen. Dann tun wir doch genau das, was wir am besten können, nicht wahr? We kill everyone. Everyone. Aber wir schauen erstmal. Das sieht ja jetzt hier reizend aus, nicht wahr? Da rennt ein schwer gepanzerter rum. Den kriegen wir natürlich nicht ohne diese Steine. Logischerweise. Jetzt weiß ich nicht, jetzt wo läuft der lang? Und bin ich unsichtbar? Nein, ich bin nicht. Jetzt bin ich, jetzt werde ich nicht gesehen. Bin aber auch da, wo ich nicht hin will. Gebackt in einer Wand. Und hoch mit mir, und hoch mit mir, und halalala. Bitte dreh dich nicht um. Schipp der hier runter. Ich fasse es nicht, ey. Tja, okay. Scheiße. Das lief ausgezeichnet. warum ist er nicht gestorben? Was ist da los? Gut, beginnen wir doch das Ganze auf eine ganz typische Art und Weise, wie ich es handhabe. Mit einem auf den Deckel. Gut, runterschubsen ist nicht die beste Idee, habe ich gemerkt. Jetzt schippt er da wieder runter. Hat guten Harndrang, der Mann. Zu viel Harndrang ist ungesund. Muss er aufpassen. Jetzt bewegt er sich. Jetzt holen wir uns eben hier. Ist auch okay für mich. Da haben wir nämlich nicht das Problem, dass er runterfällt und irgendjemanden informiert. Da unten sind Münzen. Da ist ein Schütze. Jetzt wollen wir mal schauen. Wie bewegen sich die Dudes denn? Habe ich eigentlich Sand mitgenommen? Ja, ich habe Sand. Gut. So, wo wird der jetzt lang? Den kann ich jetzt nicht töten. Das bringt uns nur Probleme. Ja, genau, da will ich hin. Ist mir okay. Zeig mir meine Münze, die ich mir noch holen werde. Du schuftiger Schuft. Ich habe Zeit. Ich habe Geduld und Zeit. Und währenddessen... Jetzt kommt er wieder hier hoch. Okay. Da unten ist dann noch einer. Jetzt würde er sich dorthin stellen. Jetzt kommen wir mal hier runter. Ah, das wäre knapp. Oh, das war richtig knapp. Meine Herren. Puh. Alright then. Machen wir erstmal das Licht aus. Holen uns unsere wohlverdiente Münze. Und schauen wir weiter. Wie wir jetzt noch die anderen Dudes töten. Den müssen wir auf jeden Fall mit der Kiste machen. Dann machen wir nochmal hier hoch. Da kommen wir nämlich besser an dieses Konstrukt ran.
Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Das sind... Oh, meinst du es tricky? Weil ich gerade den Dicken nicht sehe. Ist aber gerade nicht drunter, wie mir scheint. Wir kämpfen uns wirklich von Ebene zu Ebene runter. Oh, 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 unsere Gelegenheit. So, haben wir den beseitigt. Der sieht jetzt die Leiche. Das ist okay. Gut. Okay, krass, krass, krass. Gut geschützt, der Mann. Wanna play hide and seek, eh? Nein. Krass, da ist er durch den Helm gut genug geschützt gewesen. Das wusste ich nicht. Wieder ein bisschen. Ach, weil er immer ins Gesicht wirft, deswegen. Ich dachte, er guckt nochmal in den Schrank. He's run off. So, jetzt können wir uns holen. Genau, und zack. Ach, komm mal. Gut, den werde ich jetzt auch nicht mit dem Messer umbringen können, mit dem Wurfdolch. Kommt jetzt hier hoch und will mal ein bisschen an Rakesh naschen. Ich bleibe erstmal bei Rakesh vom Namen her. Genau, guckt runter, ja. Guck ruhig in den Schrank. Schränke sind immer ein bisschen sehr suspicious, mein Freund. So viel kann ich dir verraten. Ich prefer hunting orc. They're not so sneaky. Ja, den habe ich sein Gesicht in die Treppe getreten. Ist jetzt nicht die netteste Art, aber was will man machen? Gut, wir kommen dem Ziel ein ganzes Stück näher, haben uns eine Münze verdient, sehr schön. Spucken nochmal ins Wasser. So, da ist einer von diesen Magic Dudes. Dann noch einer. Man weiß ja nie. Da ist so eine Münze. Heute ist großer Münzentag für den Traza. Jetzt machen wir mal ein bisschen leiser, weil da unten ist ja noch einer. Okay. So, haben wir schon mal das Problem gelöst? Holen uns jetzt eine Münze, wohlverdient, wie ich finde. Das machen wir ja hier großartig. Nicht? Nein, reagierst nicht drauf? Schade eigentlich. Ich bin killed. Ah, gut, dass ich mal geguckt habe, ne? Drei Leute, ein dicke Panzer da wieder. Hey, das sind Informationen, die ich ja brauche. Oh, der hat Goldharz. Aber ich bin noch voll. Ah. Shit. Gut, also man kann sie spielen wie so eine kleine Fiedel. Haha. Ich bin wie der Rattenfänger. So easy. Easy Kills und so. Mehr oder weniger.
Oh, wir müssen spammen. Haha, daneben. Haha, daneben. Boy. Zack. Das ist die wunderbar. Geil. Ah, manchmal, da bin ich selbst überrascht, wie gut es manchmal läuft mit mir. Da unten ist noch ein Dude. Heißt, ich habe hier aber auch genug Leichen, mit denen ich die dann ködern kann. Vor allem den dicken. Den dick gepanzerten. Nein? Schade eigentlich. Weil den muss ich jetzt da unten hinsetzen. Weil den dicken krieg ich nicht so schnell. Weil der dicke ist da jetzt eigentlich oben beschäftigt. Das heißt, ich könnte mir doch den hier unten snacken. Zumindest sehe ich sonst niemanden. Okay, jetzt müssen wir nur noch schaffen, hier runterzukommen. Jetzt muss ich wieder schnell hochkommen. Jetzt habe ich mich unsichtbar gemacht, weil Gründe. Ah, wenn ich stehen bleibe, geht die Zeit nicht runter. Ist ja awesome. Da, okay. Ei. So, wir wollen ja die... Also ich möchte schon die Nebenmission schaffen. Dann wäre es schon geil, wenn er die finden würde, die Leiche. Weil da kann ich das auf den Kopf schmeißen. Genau, mache dir mal das Licht an. Ich glaube, ich habe gehört, wie er das Licht anmacht. Ja, hat er einmal. Jetzt muss er die Leiche finden. Wenn er die Leiche gefunden hat, kann ich ihn wegsnacken. Snacken ist ein schönes Wort, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber irgendwie findet er sie nicht. Warum eigentlich nicht? Dann machen wir es alles. Wir locken ihn mal. Wir haben ja genug Leichen rumliegen. An Leichen soll es hier nicht mangeln, mein Freund. Oh, eine Münze. Nice. Jetzt muss er nur noch dahin gehen. Komm schon, dude. Geh da hin und hol dir die Leiche. Ach, es ist doch zum Heulen. Da mache ich halt so einen Brotkrumenweg aus Leichen. Dass er den Weg auch wirklich findet, wo er hin soll. Meine Güte. Ist es, wie es ist. Dankeschön. Na und jetzt findest du die Leiche? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch eine, keine Sorge. Eine habe ich noch hier oben. Es ist ja wirklich hier angelockt. Nothing? Come on. Wo ist die blöde Kuh? So, ich weiß ungefähr, wo er steht. Das nutzen wir jetzt einfach mal aus. Wir versuchen es zumindest. Wir sind ja stets bemüht. Und immer gesellig. Oh, yeah,
Ja, na komm. Ist das dein Ernst? Das siehst du nicht? Bist du blind? Ich raste aus, ey. Irgendwas? Shit. Anyone see what happened? So, und jetzt so, siehst du dir die Leichen? Ja. Okay, jetzt findest du noch die anderen Leichen. Ja, ja, du bist auf einem sehr guten Weg, mein Freund. Ich denke, wir kommen uns hier entgegen. Ja. Okay, fast. Noch ein bisschen. Nein, geh nicht weg. Geh doch nicht weg. Warum tust du das? Komm jetzt hierher. Du musst doch nur an meine Stelle kommen. So unter mich. Das sind so viele Leichen. Komm schon. Der will mich verarschen. Es tut mich sorry. Ich kann diese Nebenmission nicht umsetzen, weil der NPC zu dumm ist. Ich war bemüht. Ich wollte es wirklich schaffen. Der NPC denkt sich so, nope. Heute nicht. Dann denke ich mir so, fein, dann eben nicht. Ah. Du bist belastend, Kumpel. Du bist richtig belastend. Und ich mag dich nicht. Ich nehme jetzt meine Münze und gehe. Wie eingeschnappt. Ah, wegen einem blöden Typen. Aber ich kann jetzt sicher ewig... Ich habe jetzt schon Zeit verbummelt. If I can get a hold of this Corberus, I'll be a step ahead of Styx. I don't know what he wants to do with him, but it sounded important. So you're thinking I'm just a puppet? That you can pull a string and make me dance? Well, watch your ass, or I'll be dancing on your fucking grave. Nein, wieder zurück, da war eine Münze. Wir gehen zurück, wir lassen uns jetzt... Soldiers, stay alert. Our room was clear. With what's happened in the prison, we may well be visited by a creature of the elves. Querberus must not fall into their hands. I'm getting close now. The lab isn't far. But where exactly? What if I had a little chat with this soldier? He seems to be the guy in charge. All right. Listen up. Here's the deal. I ask you one question, and you get one chance to answer. Keep it short. Where is Querberus? The Murals Room. Das ist eine Aussage, damit kann man arbeiten. Aber ich will meine Münze haben. Da war eine Münze und die lasse ich mir nicht entgehen. So, habt ihr gedacht, ich habe es nicht gesehen, liebe Spielentwickler? Haha, Jokes on you, my friends. Gut, wir wissen, wo wir hin müssen. Okay, ja, ja, ergibt Sinn. Gute Mechanik. Mechanik. Haha, Jokes on me. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Wie ich da hin muss. Oh Gott. We just finished redoing one gallery when another threatens to collapse. Ich höre diese widerlichen Käfer. Der Tag ist ruiniert. Arbeiter. Ich
bin noch ein wenig irritiert, wo ich hin muss. Wie ich da hin muss. Also ich habe ihm den Mund zugehalten, obwohl er einen Helm auf hat. Okay. Aber das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Von daher ist es nichts Ungewöhnliches. Das kennt man kennt es ja. Ist ja wie ein alter Bekannter, die man mal wieder trifft. Nur da habe ich mich ja aber gesneakt, huh? Eine gute Stelle, wie ich aktuell noch finde. Nämlich in der Kloake. Oh, Münzer. Interesting. Owain's not around. I should be able to find some valuable items in his workshop. Might be worth a look. Tja, na, klar. He was amongst the first volunteers in Arkadash. I've heard of him. Ja, wir gucken mal. Wir gehen mal durch die Kloake durch. Das ist echt weit weg. Das ist ein großes Areal. Also man kommt gut durch die Kanalisation durch, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber wir haben ein Ziel. Wir wollen erstmal in die Werkstatt und dann in die Freskengalerie. Und von dort kämpfen wir uns dann weiter. Und das machen wir dann aber nächste Folge, meine Lieben. Es tut mir leid, dass ich mich zu sehr aufgehalten habe, die Nebenmissionen vorhergehend des Levels machen. Ja, man lernt ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn ihr nicht abonniert und einen Daumen nach oben lässt, da kommt der Rakesh und tötet ihn. Kleiner Spaß am Rande. Ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. See ya.